Die jugoslawische Tragödie. Jahrzehnt des Schreckens. Aus Nachbarn werden Todfeinde. Millionen verlieren ihre Heimat. Mehr als 100.000 sterben. Die enthemmte Grausamkeit im Südosten Europas verstört die Welt. Die Gewalt hatte eine Botschaft. Es wurde gemordet, vergewaltigt, nur um zu sagen, wer bleibt, dem wird genau das zustoßen. Die ideologischen Brandstifter heißen Tudjman und Milosevic. Zwei rücksichtslose Nationalisten bringen das Pulverfass Balkan zur Explosion. Milosevic wollte nur Macht und Einfluss. Tudjman wollte Jugoslawien zerstören, um ein Großkroatien zu schaffen. Er glaubte an dieses nationalistische Zeug. Der Krieg reißt das ganze Land in den Abgrund. Europa und die Vereinigten Staaten sehen ratlos zu. Sie hatten kein Interesse daran, sich einzumischen und das Blutvergießen zu beenden. Warum werden aus den Völkern Jugoslawiens erbitterte Feinde? Welche Schuld tragen Europa und die USA? Ein Lehrstück über das Versagen von Politik. Zagreb, 13. Mai 1990. Lange schon brodelt es in Jugoslawien. An diesem Tag entladen sich die Spannungen in Gewalt. Kroatische und serbische Fußballfans gehen aufeinander los. Vjekoslav Škrinja spielt damals für Zagreb. Die jugoslawische Polizei stürzt sich vor allem auf die kroatischen Fans. Das war eine Aggression gegen uns, gegen den Widerstand, den wir Kroaten damals leisteten, um uns von Jugoslawien zu trennen. Ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Jugoslawien besteht damals aus 6 Teilrepubliken. Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien. Die Serben bilden die größte Volksgruppe. Mehr als ein Drittel aller Serben lebt außerhalb der Teilrepublik Serbien. Jugoslawien war der erste Staat gewesen, in dem alle Serben vereinigt gewesen sind in einem Staatsgebilde. Das heißt, als sich abzeichnete, dass Jugoslawien zerfallen würde, sich für die Serben auch die nationale Frage stellte. Also die Frage, wie würde es nach dem Zerfall Jugoslawiens mit der serbischen Nation weitergehen? In Belgrad setzt Slobodan Milosevic auf Gewalt. Seit 1987 ist er der starke Mann der Teilrepublik Serbien. Sein Traum, so mächtig zu werden wie einst Tito. Slobodan Milosevic gilt als Einzelgänger. Bei den Kommunisten macht er Karriere, ein Parteifunktionär. Nach Titos Tod entwickelt sich Milosevic immer mehr zum lautstarken politischen Agitator. Er sah die Macht des Nationalismus und er sah, was er damit erreichen konnte. Ich glaube nicht, dass er von Anfang an Nationalist war. Milosevic will den Zerfall Jugoslawiens verhindern, hofft auf die Macht über das ganze Land. Seine nationalistische Propaganda bewirkt jedoch genau das Gegenteil. Im Januar 1990 kommt es auf einem Sonderparteitag der Kommunisten in Belgrad zum endgültigen Bruch. Nach der Sowjetunion das nächste Land, das zerfällt, weil der Sozialismus kollabiert. Jetzt wollen Slowenien und Kroatien raus aus dem kommunistischen System. Als all ihre Reformvorschläge abgelehnt werden, verlassen die slowenischen Delegierten den Saal. Sie wollten mehr Unabhängigkeit, wollten ihre Zukunft selbst gestalten, ihre Wirtschaft selbst gestalten und sich in Richtung eines freien Marktes, einer EU-ähnlichen Version der Welt entwickeln. In den jugoslawischen Teilrepubliken gründen sich neue Parteien. Im Frühjahr 1990 finden in Slowenien und Kroatien die ersten freien Wahlen seit dem Zweiten Weltkrieg statt. In Slowenien gewinnt Milan Kučan.
Der Ex-Kommunist tritt als unabhängiger Kandidat an. Er setzt auf wirtschaftliche Reformen. In Zagreb gewinnt Franjo Tudjman. Im Zweiten Weltkrieg einer von Titos Partisanen. Danach Aufstieg zum General der jugoslawischen Armee. Später entwickelt sich auch Tudjman zum fanatischen Nationalisten. Dafür muss er mehrfach ins Gefängnis. Erst nach Titos Tod 1980 wird er wieder politisch aktiv. Aus Tudjmans Sicht leben die Kroaten unter serbischer Vorherrschaft, von der sie befreit werden müssen. Er will ein starkes, eigenständiges Kroatien. Sein Vorbild dafür ist das unabhängige Kroatien von 1941, ein Marionettenstaat Hitlers, in dem die sogenannte Ustascha herrschte. Egal, wo man hinging, nachdem Tudjman an die Macht gekommen war, überall sah man das U der Ustascha. Es war ein Festival des kroatischen Rechtsextremismus und es gab keinen Zweifel daran, was Tudjman vorhatte. Tudjmans nationalistische Politik heizt die Stimmung immer weiter auf. Der neue Präsident der Teilrepublik stuft die Serben in Kroatien zu einer Minderheit herab, relativiert die Verbrechen der Ustascha und nimmt faschistische Symbole von 1941 wieder auf. Da war das Schachbrett, das für die Serben in vielerlei Hinsicht eine ähnliche Bedeutung hatte wie das Hakenkreuz. Es war das Symbol eines nationalistischen Staates, in dem sie während des Zweiten Weltkriegs gelitten hatten, in dem Hunderttausende Serben ermordet wurden. Franjo Tudjman und Slobodan Milošević werden zu erbitterten Gegnern. Dabei zündeln beide, der Kroate und der Serbe, mit nationalistischen Parolen und schüren alte, tiefe Ressentiments. Sie haben das Fernsehen benutzt, um Ängste zu schüren. Angst vor einem Wiederaufleben der Ustascha, Angst vor einem Wiederaufleben serbischer Nationalisten. Sie lösten Hysterie aus und sie taten es mit Hilfe der Massenmedien. Im Fadenkreuz der Propaganda? Die alte Eisenbahnerstadt Knin. Hier wohnen vor allem Serben auf kroatischem Land. Im August 1990 protestieren Tausende gegen die kroatische Regierung. Tudjman will alle serbischen Polizisten in Knin entlassen und durch Kroaten ersetzen. Das erinnert hier viele an die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Hinter den Kulissen hat Milošević diese Leute unterstützt. Ihre Ängste wurden gezielt ausgenutzt, indem man ihnen immer wieder sagte, ihr werdet hier nicht sicher sein, ihr könnt nicht in einem unabhängigen Kroatien leben. Drago Kovacevic erinnert sich noch immer an die Furcht, die damals in den serbischen Gemeinden grassiert. Es war die Angst aus dem Jahr 1941, die in vielen wieder hochkam, als die Serben einen Völkermord erlebten, eine Schlachtung. Diese Angst hat sich eingeprägt und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Und jetzt wurde sie absichtlich an die Oberfläche geholt. Mitte August errichten die Serben Straßensperren rund um die Enklaven, in denen mehrheitlich Serben leben. Eine reine Schutzmaßnahme aus Sicht der Serben. Terror, sagen die Kroaten. Denn die Sperren treffen mitten in der Urlaubssaison vor allem die Touristenregionen an der Adria. Serbische Nationalisten wollen die Siedlungsgebiete rund um Knin von Kroatien abspalten und ein autonomes serbisches Gebiet im Südwesten Kroatiens schaffen. Die Krajina. Das kroatische Innenministerium schickt Hubschrauber mit Spezialeinheiten nach Knin. Die Helikopter werden von Kampfjets aus Belgrad abgefangen und zur Landung gezwungen. Ein erstes Kräftemessen. Jugoslawien steht am Rande eines Bürgerkriegs. Es ist noch kein Krieg, man schießt noch nicht, es gibt noch keine Toten, aber es herrscht Ausnahmezustand. Im Frühjahr 1991 nehmen die Spannungen weiter zu. Es kommt zu ersten Gefechten in den serbisch besiedelten Gebieten der Krajina und Ostslawonien mit Toten auf beiden Seiten.
Der Streit zwischen den Teilrepubliken scheint friedlich nicht mehr lösbar. Belgrad will den serbisch dominierten Bundesstaat erhalten, Slowenien und Kroatien das Gegenteil. Am 25. Juni 1991 erklären Kroaten und Slowenen ihre Unabhängigkeit. Die Tragweite wird in Europa vollkommen unterschätzt. Die Europäische Gemeinschaft hatte gerade angefangen, über eine gemeinsame Außenpolitik nachzudenken. Es war eine strahlende neue Welt. Wir waren auf dem Weg in eine Europäische Union. Der Konflikt in Jugoslawien warf einen Schatten auf diese neue Welt. Aber man war sich sicher, dass man in der Lage sein würde, dieses alberne kleine Problem zu lösen. Am 26. Juni rollen jugoslawische Panzer auf die Grenzen Sloweniens zu. Ein letzter Versuch, Jugoslawien zusammenzuhalten. Gewaltsam. Aber die Slowenen sind vorbereitet. Die Truppen der sogenannten Territorialverteidigung stehen unter slowenischer Kontrolle. Sie setzen Einheiten der jugoslawischen Volksarmee in ihren Kasernen fest. Nach nur 10 Tagen lenkt Belgrad ein. Der Krieg in Slowenien ist auch deshalb so schnell zu Ende, weil dort kaum Serben leben. Insofern war Slowenien fein raus, denn die Serben hatten keine territorialen Ansprüche dort und keine Serbengebiete, die sie in Anführungszeichen sichern wollten. Zu diesem Zeitpunkt hat Slobodan Milosevic eine Entscheidung getroffen. Wenn das serbische Volk nicht mehr im großen Jugoslawien zusammenleben kann, dann wenigstens in einem vergrößerten serbischen Staat. Inklusive aller serbischen Siedlungsgebiete. Jeder dritte Serbe lebt damals außerhalb der Teilrepublik Serbien. Fast 1,4 Millionen in Bosnien-Herzegowina und mehr als 500.000 in Kroatien. Der erste Schritt in Miloševićs Plan: Die serbischen Gebiete in Kroatien spalten sich ab. Alle Nichtserben werden vertrieben. Auch von Einheiten der jugoslawischen Armee. Die jugoslawische Volksarmee ist 1991 praktisch zerfallen. Und das bedeutet, dass die Kroaten, Slowenen, Bosniaken diese Volksarmee auch verlassen haben. Und was übrig geblieben ist, waren diejenigen, die für Jugoslawien waren oder anders ausgedrückt, die für ein großes, starkes Serbien waren. Zuständiger Kommandeur für die Militäraktionen in der Krajina ist der bosnische Serbe Ratko Mladic. Seine Neutralität ist Fassade. Mladic kämpft nur für serbische Interessen. Ratko Mladic ist 2 Jahre alt, als sein Vater von kroatischen Nationalisten ermordet wird. Als Oberst der jugoslawischen Volksarmee geht er wohl auch deshalb rücksichtslos gegen die kroatische Bevölkerung vor. Er gilt als eiskalter Stratege. Das erste kroatische Dorf, das Mladic im August 1991 ins Visier nimmt, ist Kijevo. Dort probt er seine Strategie und von da an ist sie immer gleich. Die Armee rückt mit schweren Waffen vor, treibt die Bevölkerung in die Flucht. Wer bleibt, wird von den einrückenden Kämpfern ermordet. Eine Aufgabe dieser Paramilitärs war es, das zu tun, was andere nicht tun wollten. Sie machten die Drecksarbeit. Oft waren es Verbrecher, die man aus dem Gefängnis holte und vor die Wahl stellte, bleib im Knast oder komm mit und erledige diese Arbeit. Paramilitärs wie die berüchtigten Skorpioni brennen Häuser nieder, plündern, massakrieren, zerstören Kirchen und Friedhöfe. Ethnisches Säubern nennen die Serben dieses Vorgehen. Hier geht es darum, das Überleben eines ethnisch-religiösen Verbandes in einem bestimmten Raum auf Dauer unmöglich zu machen.
Währenddessen fordert der kroatische Präsident Tudjman die Europäische Gemeinschaft auf, einzugreifen. Die aber ist uneins, wie der Konflikt zu bewerten ist. Damals wurde der ausgebrochene Konflikt von unseren Medien dargestellt als ein Konflikt, in dem sich das arme Kroatien mannhaft wehrt gegen diese Invasoren und Aggressoren aus Serbien. Und in Paris kriegte man einen völlig anderen Krieg präsentiert. Da kriegte man einen Konflikt präsentiert, in dem die braven Soldaten Jugoslawiens versuchten unter erheblichen Verlusten den Zerfall Jugoslawiens aufzuhalten. Grund dafür sind auch historische Bindungen. Im Ersten Weltkrieg kämpfen die Serben auf Seiten der Engländer, Franzosen und Russen, während die Kroaten als Bürger Österreich-Ungarns gemeinsam mit den Deutschen kämpfen. Der wichtigste Grund für die Handlungsunfähigkeit der Europäer angesichts der jugoslawischen Krise und des Krieges waren unterschiedliche Wahrnehmungen und Interessen. Die Staaten, die selber Minderheiten in ihren Grenzen hatten, wie die Franzosen, die Spanier, die Griechen, waren dagegen, dass sich Jugoslawien auflösen würde und dass sich dort Bevölkerungen auf das Selbstbestimmungsrecht berufen dürften und einige Staaten bilden könnten, denn sie fürchteten einen Präzedenzfall. Im September 1991 lädt die Europäische Gemeinschaft die Konfliktparteien zu einer Friedenskonferenz nach Den Haag ein. Ohne Ergebnis. Koji je unatoč tragici svog geopolitičkog položaja uspio očuvati kontinuitet svoje državnosti. Die Standpunkte liegen weit auseinander. Beide Seiten sehen sich als Opfer. Installing of totalitarian chauvinist regime in Croatia directly violated human rights, peace and an overall democratic development in Yugoslavia. Die Europäische Gemeinschaft erweist sich als unfähig, das beginnende Blutvergießen auf europäischem Boden zu verhindern. Da war die deutsche Wiedervereinigung, da war der Irakkrieg, da war Maastricht, also die europäische Einigung. Alles Probleme, mit denen Europa voll und ganz beschäftigt war. Jugoslawien war ein Problem zweiten Ranges. Auch die Weltmächte halten sich raus. In Moskau kämpft der frisch gewählte Präsident Jelzin mit den Folgen des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Die USA haben gerade einen Krieg im Irak hinter sich und sehen die Jugoslawien-Krise bis auf Weiteres als Problem der Europäer. Vukovar, eine kroatische Kleinstadt an der Donau. Sie liegt in der Region Ostslawonien, direkt an der Grenze zu Serbien. Hier beginnt am 14. September 1991 die blutigste Schlacht des Kroatienkrieges. Die Lage rund um Vukovar ist seit Wochen angespannt. Die Kroaten erwarten einen Angriff. Belgrad schickt 30.000 Soldaten und Paramilitärs. Dem stehen auf kroatischer Seite nur 3.000 Männer gegenüber. Die Stadt ist der jugoslawischen Armee ausgeliefert. Bis zu 8.000 Granaten schlagen täglich in Vukovar ein. Stjepan Vidaković meldet sich damals als Freiwilliger und übernimmt das Kommando in seinem Stadtteil Lužac. Dass Serben und Kroaten erbittert aufeinander schießen, versteht er bis heute nicht. Vor dem Krieg war das Zusammenleben zwischen Kroaten und Serben ausgezeichnet. Wir haben zusammen gearbeitet, rumgehangen, zusammen Fußball gespielt, alles. Es gab überhaupt kein Problem. Nach wenigen Wochen liegen große Teile Vukovars in Trümmern. Am 2. November 1991 greifen serbische Kämpfer den Stadtteil von Stjepan Vidaković an. Dieses Haus dient damals als Stützpunkt für seine Leute. Stjepan will vom ersten Stock aus nachsehen, von wo geschossen wird, als eine Granate einschlägt.
Und dann flog das Dach weg. Zum Glück stand ich neben der Wand. Und ich fühlte einen Schlag hier und dann merkte ich, dass ich blutete. Ein Granatsplitter steckt in seinem Arm. Stjepan muss ins Krankenhaus. Sein Bruder fährt ihn hin. Der Rest der Familie bleibt zurück. Auf dem Weg ins Krankenhaus wird ihr Wagen beschossen. Sie schossen mit Maschinengewehren. Und da war der erste Reifen kaputt. Mein Bruder wollte den Reifen wechseln. Ich sagte, sie werden uns erschießen. Und dann ging noch ein Reifen kaputt. Wir fuhren auf Felgen bis ins Krankenhaus. Während Stjepan Vidaković im Krankenhaus von Vukovar behandelt wird, stürmen serbische Einheiten seinen Stadtteil und ermorden alle, die noch dort sind. Neun Familienmitglieder von Stjepan Vidaković werden an diesem Tag erschossen, darunter seine Frau und sein Sohn. Ihre sterblichen Überreste werden erst Jahre später in einem Massengrab gefunden. Drei Familienmitglieder gelten bis heute als vermisst. Ich bin überhaupt niemandem böse, auch hasse ich niemanden. Ich habe nichts davon, aber niemand wurde verurteilt und niemand weiß etwas. Niemand hat etwas gesehen, niemand war da. Alle unschuldig. Da kommen Außerirdische und töten die Menschen. Es war so eine brutale und sinnlose Zerstörung einer wunderschönen Stadt an der Donau. Damit war das internationale Ansehen der Serben dahin. Niemand wollte mehr als Unterstützer der Serben gelten. Auf Drängen Deutschlands einigt sich die Europäische Gemeinschaft Mitte Dezember darauf, Slowenien und Kroatien als unabhängige Staaten anzuerkennen. Deutschland war gerade wieder vereinigt worden und pochte auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Aber die Serben sagten, auch wir haben das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und wenn das serbische Volk in einem Staat zusammenleben möchte, dann sollte es ihm erlaubt sein. Im Januar 1992 gelingt es der UNO, einen Waffenstillstand mit Slobodan Milosevic auszuhandeln. Der militärische Konflikt in Kroatien wird in dem Moment eingefroren, als Slobodan Milosevic seine Ziele schon erreicht hat. Ein Drittel des Landes steht unter serbischer Kontrolle. Einerseits war der Waffenstillstand der Anfang vom Ende des Kroatienkrieges. Aber es war auch der Anfang des Bosnienkrieges. Wahrscheinlich war es unter den damaligen Umständen das Einzige, das die Vereinten Nationen tun konnten. Bosnien-Herzegowina, Jugoslawien im Kleinformat. Katholische Kroaten, bosnische Muslime und orthodoxe Serben leben hier. Doch nachdem Slowenien und Kroatien Jugoslawien verlassen haben, fürchten die bosnischen Kroaten und Muslime serbische Dominanz. Wiedererweckt wurden auch die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, als die serbischen Nationalisten tausende Muslime und Kroaten dahingeschlachtet haben und vertrieben haben. Und es gab eine ganz reale Angst, dass solche Schlächtereien wieder stattfinden könnten. Der Mann, der Bosnien-Herzegowina in die Unabhängigkeit führen soll, ist Alija Izetbegovic. Er ist seit 1990 Präsident der bosnischen Teilrepublik. Als muslimischer Aktivist schreibt Alija Izetbegovic in jungen Jahren Aufsätze über den politischen Islam. Unter Tito gilt er deshalb als Dissident, landet zweimal im Gefängnis. In die Politik findet der studierte Jurist erst spät. Sein Ziel ist es, Bosnien-Herzegowina als kleinen Vielvölkerstaat zu erhalten. In Bosnien-Herzegowina leben seit Jahrhunderten neben Christen und Juden auch Muslime. Ein Erbe aus osmanischen Zeiten. Die bosnischen Muslime nennen sich heute Bosniaken.
Die bosnischen Serben, allen voran ihr Anführer Radovan Karadzic, wollen Teil Jugoslawiens bleiben. Sie machen rund ein Drittel der bosnischen Bevölkerung aus und kämpfen erbittert gegen Bosniens Unabhängigkeit. If it happened, then we would have absolutely uncontrolled processes in Bosnia and Herzegovina with terrible ethnical and religious war. Radovan Karadzic kommt als Jugendlicher nach Sarajevo. Er studiert Medizin, wird Psychiater, sieht sich selbst aber vor allem als Dichter. Später tritt er in die Politik ein und wird zum Anführer der bosnischen Serben. Karadzic war davon besessen, einen serbischen Staat zu schaffen, in dem alle Serben zusammenleben würden und aus dem alle Nicht-Serben verschwinden müssten. Im Sommer 1991, als in Kroatien der Krieg ausbricht, gehen in Sarajevo Hunderte auf die Straße, um für Frieden zu demonstrieren. Höhepunkt der Bewegung ist ein Konzert in der Olympiahalle von 1984. Ein Ort, der die Zeit des friedvollen Miteinanders in Jugoslawien symbolisiert. Senka Kurt ist damals 24. Tausende aus dem ganzen Land sind an diesem Abend wie sie in die Olympiahalle gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Es war wichtig, Belgrad und Zagreb zu sagen, dass wir Frieden brauchen. Wo besser als in Sarajevo? Senka ist die einzige aus ihrem damaligen Freundeskreis, die bis heute in Sarajevo geblieben ist. Einige sind leider nicht mehr am Leben. Und die anderen leben irgendwo von Australien bis Amerika. Das wird wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein, dass wir alle zusammen waren. Anfang 1992 geht alles ganz schnell. Die serbisch besiedelten Gebiete in Bosnien-Herzegowina schließen sich im Januar zu einer serbischen Republik, der Republika Srpska, zusammen. Am 1. März stimmen Muslime und Kroaten bei einem Referendum für die Unabhängigkeit von Bosnien-Herzegowina. In der Hoffnung, einen großen Krieg zu verhindern, erkennen Europäer und Amerikaner das Land schon einen Monat später als souveränen Staat an. Für Radovan Karadzic ist damit klar, dass er die serbischen Gebiete in Bosnien mit Gewalt abspalten wird. Militärisch ist er klar im Vorteil. Als Bosnien unabhängig wurde, löste sich die jugoslawische Armee auf. Und alle Soldaten, die in Bosnien stationiert waren, gingen in die bosnisch-serbische Armee über. Quasi über Nacht erhält Karadzic eine schlagkräftige Armee. Angeführt von Ratko Mladic als Oberkommandant. Er galt bereits als Held, der die Serben in Kroatien verteidigt hatte. Als er Kommandeur der bosnisch-serbischen Armee wurde, hatte er also schon einen gewissen Ruf und eine Vorgeschichte. Erstes Schlachtfeld ist die Stadt Bjelina. Hier wird die Kriegstaktik erprobt. Wie schon in Kroatien sind Paramilitärs wichtiger Bestandteil der serbischen Kriegsführung. Sie setzen auch sexuelle Gewalt gezielt als Kriegswaffe ein, vergewaltigen systematisch muslimische Frauen. Die Muslimin Nusreta Sivac wird 1992 als Richterin entlassen und in ein serbisches Lager nahe ihrer Heimatstadt Prijedor gebracht. Die Nächte waren eine Tortur. Tagsüber wurden dort Häftlinge verhört. Die Räume waren voller Blut, der Fußboden war voller Blut, die Wände waren voller Blut. Oft wurden die Folterinstrumente liegen gelassen. 3 Monate bleibt sie als junge Frau im Lager Omaska gefangen. Wir mussten alles tun, was uns die Wächter befohlen haben. Und natürlich mit ihnen tun, was sie wollten. Wir haben nie darüber im Lager gesprochen, nie miteinander. Aber unser Schweigen und unsere Abwesenheit nach dem sexuellen Missbrauch haben alles gesagt.
Nusret Hasibats hat dafür gekämpft, diese Verbrechen zu ahnden. Schätzungen zufolge werden damals mehr als 20.000 bosnische Frauen Opfer von Vergewaltigung. Das ist ein Prozess der Zerstörung von Gemeinschaften durch eine Form der Gewalt, die eben nicht aus den Gewehrläufen kommt, sondern in anderer Weise sich unmittelbar auf den Menschen richtet. Was in Bosnien passiert, geschieht mit seinem Einverständnis. Auch wenn Slobodan Milosevic das stets bestreitet. U Bosni je građanski rat između tri zajednice. U Bosni ne ratuje ni Srbija, ni Crna Gora, ni Savezna Republika Jugoslavija. Ratuju međusobno te tri zajednice, muslimani, Srbi i Hrvati. Ali mi nikad nismo bili ni gospodari, ni naredbodavci delu srpskog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini. Tatsächlich war es so, dass Jugoslawien, das was davon noch übrig war, die bosnischen Serben in vieler Hinsicht unterstützt hat. Es waren viele Offiziere und höhere Militärs, die noch auf den Gehaltslisten Belgrads waren, zum Beispiel Ratko Mladic, der Oberkommandierende, hat sein Gehalt aus Belgrad bekommen. Hunderttausende flüchten aus den umkämpften Gebieten. Allein nach Deutschland fliehen im ersten Kriegsjahr fast eine halbe Million Bosnier. Auch Dalida Rakic verlässt damals ihre bosnische Heimat. Per Bus kommt sie 1992 nach Deutschland. Ich erinnere mich noch daran, dass meine Mutter uns gesagt hat, ihr müsst ganz ruhig sein, ganz leise sein, bis wir eben an dem Punkt ankommen, wo wir hingehen. Serbische Soldaten kommen an Bord, holen Flüchtlinge aus den Bussen. Erst nach vielen Stunden Fahrt ist die Familie in Sicherheit. Die erste Zeit in Deutschland waren wir bei meiner Tante. Eigentlich fühlte ich mich in dieser Anfangszeit relativ wohl, weil ich eben auch die Familie da hatte und als Kind Sicherheit gefühlt habe. Insgesamt flüchten bis zum Ende des Krieges mehr als 2 Millionen Menschen vor den Kämpfen in Bosnien. Im April 1992 nehmen serbische Kämpfer auch die Hauptstadt Sarajevo ins Visier. Karadzic und Mladic wollen alle Nicht-Serben aus der Stadt treiben. Von den umliegenden Bergen nehmen sie Sarajevo unter Feuer. Heckenschützen schießen auf alles, was in ihr Sichtfeld kommt. Die Belagerung der Stadt wird 3 Jahre dauern. Ratko Mladic gibt den serbischen Einheiten zeitweise persönlich die Befehle. General Mladic, das alles geschieht unter den Augen der Vereinten Nationen. UN-Soldaten sichern den Flughafen von Sarajevo, leisten humanitäre Hilfe in der Stadt und der Umgebung. Die Stadt ist von serbischen Truppen umstellt. Nur ein schmaler Streifen rund um den Flughafen wird von der UNO kontrolliert. Das Gebiet dahinter ist unter Kontrolle der bosnischen Armee. Ein Tunnel unter der Landebahn soll das Zentrum mit dem Nötigsten versorgen. Wir waren von der Not gezwungen, nachts über die Landebahn zu rennen. Es ging darum, Sarajevo und Bosnien zu verteidigen. Als wir über die Landebahn rannten, hat die serbische Armee von hier und von dort drüben mit Infanteriewaffen und Granaten auf uns geschossen. Es gab viele Tote und Verwundete. Nežad Branković kämpft damals für die bosnische Armee.
Als gelernter Bauingenieur entwirft er die Pläne für den Tunnel. Das Projekt ist streng geheim. Weder die UN-Truppen auf dem Flughafen noch der serbische Gegner dürfen davon erfahren. Der Tunnel wird von beiden Seiten gleichzeitig gegraben. Die Arbeiter sollen sich in der Mitte treffen. Ein riskanter Plan, aber der schnellste Weg. Am Ende droht alles schief zu gehen. Von beiden Seiten haben wir Stimmen gehört. Wir haben gehört, wie die andere Seite arbeitet, aber wir konnten uns nicht zusammenfügen. Diese 4 Tage bis zum Ende des Tunnels waren für uns alle ein richtiges Drama. Wir haben den Tunnel dann am 30. Juli verbunden. 760 Meter ist er lang. Der Tunnel, der 2 Welten miteinander verbindet. Er wird zur Lebensader für mehr als 300.000 Menschen, die in Sarajevo eingeschlossen sind. Strategisch scheint die Lage der bosnischen Muslime dennoch aussichtslos. Eingekesselt, militärisch unterlegen. Von den Vereinten Nationen kommt kaum Unterstützung. Es war kein Mitgliedstaat bereit, in einen Militäreinsatz zu gehen. Ein Militäreinsatz, bei dem das Leben der Soldaten gefährdet worden wäre. Stattdessen kommen islamistische Kämpfer aus Afghanistan, Albanien, Tschetschenien und anderen Ländern nach Bosnien. Die bis zu 6.000 Mudschahedin sind bald schon berüchtigt. Ihnen werden Kriegsverbrechen wie der Mord an Gefangenen vorgeworfen. Die Lage in Bosnien wird immer unübersichtlicher. Die Republika Srpska umfasst bereits große Gebiete im Norden und Osten des Landes. Da entsteht im Westen eine weitere Front. Bosnische Kroaten wenden sich plötzlich gegen ihre eigenen Verbündeten. Bis zu diesem Zeitpunkt kämpfen Kroaten und Muslime eigentlich gemeinsam gegen die Serben. Ein Zweckbündnis, das jetzt zerbricht. Die Kroaten in Bosnien galten in vielerlei Hinsicht als die größten Nationalisten. Sie sahen Zagreb als ihre Hauptstadt an, nicht Sarajevo. Sie wollten ihre Gebiete an Kroatien anschließen und Teil des kroatischen Staates sein. Der kroatische Präsident Franjo Tudjman beteiligt sich an der Intrige. Schon als 1991 der Krieg ausbricht, trifft er sich bereits mit Slobodan Milosevic, um über die Aufteilung Bosniens zu beraten. Sein längerfristiger Plan war, die bosnischen Kroaten zu unterstützen, ihren eigenen Staat zu bauen und womöglich dann dieses Gebiet oder vielleicht sogar ganz Bosnien-Herzegowina an Kroatien anzuschließen. Ein Hauptschauplatz des neuen Konflikts ist die Stadt Mostar. Die Kroaten wollen Mostar zur Hauptstadt eines bosnischen Kroatenstaates machen und alle Muslime aus der Stadt vertreiben. Zoran Laketa ist in Mostar geboren und aufgewachsen. Er weiß noch genau, wie alles anfing, am 8. Mai 1993. Dieser Tag sollte einer der schönsten sein. Mein Kumpel heiratete. Er ist Kroate und er hat eine bosnische Frau geheiratet. Zoran will seinen Bruder und dessen besten Freund auf der Ostseite des Flusses abholen und mit ihnen zur Hochzeitsfeier fahren. Doch der Bruder kommt nicht mit. Zoran und sein Freund fahren allein zurück in den Westteil. Gegen 1-2 Uhr morgens, als die Hochzeit zum Ende kam, kehrten wir zurück. Wir sahen Autos mit Soldaten, viele Spezialeinheiten. Das war der schlimmste Moment in meinem Leben. In dieser Nacht wird Mostar geteilt. Zoran ist auf der einen Seite, sein Bruder auf der anderen. Er wird ihn nie wiedersehen. Kroatische Kämpfer besetzen den Westen der Stadt. Die bosnischen Muslime halten den Osten, die Altstadt.
Zoran ist zufällig im Einflussbereich der kroatischen Armee und wird zwangsrekrutiert, obwohl er Serbe ist. Er hat keine Wahl und muss auf den Teil der Stadt schießen, in dem sein Bruder und viele Freunde leben. Ich habe nur ans Überleben gedacht und an meine kleine Tochter. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich meinen Bruder treffen oder ihn erschießen könnte. Oder einen Nachbarn oder sonst jemanden, den ich kannte. Am 8. Juni 1993 stirbt Zorans Bruder durch eine kroatische Granate. Die bosnischen Muslime in der Altstadt von Mostar sind von der Außenwelt abgeschnitten. Ihre kroatischen Gegner sind militärisch überlegen und gehen mit großer Härte gegen ihre ehemaligen Verbündeten vor. Der kroatische Befehlshaber Slobodan Praljak lässt monatelang keine Hilfskonvois für die Bevölkerung passieren. Muslimische Soldaten, die bis dahin Seite an Seite mit den Kroaten gekämpft hatten, werden in Lager gesperrt. Bis dahin war es relativ klar, dass die Serben die Hauptkriegsverbrecher waren und dass sie diesen Krieg begonnen hatten und für die meisten ethnischen Säuberungen verantwortlich waren. Aber nachdem der Krieg im Krieg ausgebrochen war, war die Lage überaus unübersichtlich. Die kroatischen Angriffe machen auch vor dem Wahrzeichen der Stadt nicht Halt. Fast 500 Jahre hält die alte Brücke der Osmanen die Stadt zusammen, bis sie nach Beschuss durch kroatische Panzer am 8. November 1993 einstürzt. Die Vereinigten Staaten halten sich lange heraus aus der jugoslawischen Tragödie, kritisieren aber zunehmend die Handlungsunfähigkeit der Europäer. Erst der frisch gewählte Demokrat Bill Clinton ist bereit, dem Krieg auf dem Balkan ein Ende zu setzen. Es war die Erkenntnis in Washington, dass man sich weder moralisch noch politisch noch geostrategisch einen immer weiter sich zuspitzenden militärischen Konflikt auf dem Balkan nicht würde leisten können. Bilder aus Sarajevo. Dazu kommt die Kraft der Bilder. Zahlreiche Medienberichte über das Leid in Bosnien erhöhen den Druck auf die Regierenden. Die Szenen der Gewalt, diese Bilder, das Fernsehen prägte die öffentliche Meinung. Und das machte es irgendwann unmöglich, nicht einzugreifen. Die Amerikaner schmieden einen Plan. Der erste Schritt? Franjo Tudjman soll aufhören, die kroatischen Kämpfer in Bosnien zu unterstützen und stattdessen wieder gemeinsam mit den bosnischen Muslimen gegen die Serben kämpfen. Der Vorteil für Zagreb war, dass die Amerikaner nun ihre Partner waren. Und für Kroatien war es in dieser Situation wohl wichtiger, die USA auf ihrer Seite zu haben und von ihnen unterstützt zu werden, als in Bosnien gegen die Muslime zu kämpfen. Am 25. März 1994 unterschreiben der kroatische Präsident Tudjman und der bosnische Präsident Izetbegovic in Washington ein Friedensabkommen. Sie einigen sich darauf, ein gemeinsames Gebiet, eine kroatisch-bosnische Föderation, zu bilden. Dadurch ist das Problem sehr viel einfacher geworden, weil die Friedensmacher jetzt nicht mehr mit drei Parteien und drei unterschiedlichen Zielen zu tun hatten, sondern nur noch mit zweien, nämlich den Serben auf der einen Seite und Kroaten und Bosniaken auf der anderen Seite. Doch es wird noch Jahre dauern, bis der Balkan endlich zur Ruhe kommt. Trotz des Friedens von Washington geht das Morden weiter. Auch in Gebieten, die bislang verschont geblieben sind, etwa im Kosovo. Das militärische Eingreifen der internationalen Gemeinschaft kommt spät und es sorgt auch für neues Leid und neue Konflikte.